Unsere Geschichte beginnt mitten im Berufsverkehr einer amerikanischen Großstadt. Andy Miller saß in seinem Auto und war auf dem Heimweg. Am Telefon hatte er seine Frau Kate. Was hast du denn erwartet? McCarthy hat mich wieder den ganzen Tag schikaniert. Eine sinnlose Arbeit nach der anderen. Und das nur, um mich am Ende des Tages darauf hinzuweisen, dass ich keinen Schritt weitergekommen bin. Dieser Idiot. Jetzt beruhig dich erstmal, Schatz. Auch er wird irgendwann seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Außerdem sieht man sich immer zweimal im Leben. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Kannst du ungefähr abschätzen, wann du zu Hause bist? Ich denke so in 10 Minuten. Ist ja nicht mehr weit. Okay, schön. Das Essen sollte dann fertig sein. Ich habe Lasagne gemacht. Lecker. Und als Nachtisch habe ich noch eine besondere Überraschung für dich. Oh Mann, das hört sich sehr gut an. Okay, Süße, ich werde sehen, dass ich schnellstmöglich zu Hause bin. Dann bis gleich. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Mensch, der Verkehr ist heute Abend aber auch wieder... Jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Ich werde mal nachsehen, was da vorne los ist. Näherte er sich der Kreuzung, hinter der sich eine lange Schlange gebildet hatte, die sich mittlerweile über mehrere Blocks erstreckte. Als er seinen Blick schweifen ließ, stellte er erschrocken fest, dass der Himmel urplötzlich einen hellroten Schimmer angenommen hatte. Er strahlte etwas Unnatürliches aus, etwas Beängstigendes. An der Straßenecke angekommen, offenbarte sich ihm ein grausames Bild. Inmitten der Kreuzung standen mehrere Fahrzeuge ineinander verkeilt. Schwer abzuschätzen, wie viele es waren. Aber er sah, dass die Menschen darin dringend medizinische Versorgung benötigten. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Sehen Sie die Ampel? Grün. Und zwar alle. Aber wieso? Solange jeder davon überzeugt ist, er sei im Recht, zieht auch niemand zurück. Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott! Sieht da oben das Flugzeug! Was? Scheiße. Oh nein, die Lichter sind aus. Was machen wir denn jetzt? Nein, wir sitzen im Dunkeln. Was mache ich? Passen Sie doch auf! Kein Empfang, so ein Mist. Und das Radio empfängt auch nichts mehr. Hoffentlich ist bei Kate alles in Ordnung. Und jetzt? Moment. Da vorne ist ein kleiner Elektronikladen. Vielleicht kann ich von dort aus telefonieren. Hallo zusammen. Funktioniert Ihr Telefon? Nein, Junge. Tut mir leid. Warte mal, Michael. Ich glaube, ich krieg gerade eine Frequenz rein. Die müsste vom Militär sein. Darf ich vorstellen. Der etwas verwirrte alte Mann da vorne ist Kyle Capote und... Der sagte schon seit 2 Jahren, dass dieser Tag kommen wird. Was für ein Tag? Das jüngste Gericht. Die Vernichtung der Menschheit durch den Staat. Kannst es nennen, wie du willst. Wir sind auf jeden Fall im Arsch. Hey, lass dich nicht einschüchtern, Junge. Setz dich erstmal. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich würde nur gern meine Frau... Die ist wahrscheinlich schon längst tot. So wie wir alle bald. Was? Mensch, Kyle. Jetzt fahr mal einen Gang runter. Ja, ja. Ist ja gut. Aber ich wusste es. Ich habe es gesagt. Aber nein, keiner will auf mich hören. Verrückt, haben sie gesagt. Setz dich, Junge. Diese Ignoranten. Mein Name ist übrigens Michael Shepard. Mir gehört der Laden. Angenehm. Ich bin Andy Miller. Freut mich, Andy. Da drüben sitzt meine Tochter Sarah und ihr Mann Chris. Hallo. Mhm. Hallo, Andy. Du solltest besser bei uns bleiben. Wer weiß, was passiert, wenn da draußen die Panik erstmal richtig losgeht. Haben Sie den Himmel gesehen? Das Flugzeug? Ja, sie haben über ähnliche Phänomene in Kanada im Fernsehen berichtet. Und dann ging plötzlich der Empfang flöten. Aber was passiert denn hier? Wollen Sie... Psst. Seid mal ruhig. Ich empfange hier etwas. Station Alpha 2 erbittet Statusbericht.
Hallo? Hört mich jemand? Hier im Stadtzentrum sieht es nicht gut aus. Es gab mehrere Explosionen. Was ist passiert? Ein Kamerad hat etwas von Atomwaffentests der Regierung erzählt. Aber ich glaube ihm nicht. Ich werde mit ein paar Leuten zu euch kommen. Bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich da. Seid aber vorsichtig. Wir haben... Ich habe es euch gesagt. Die Regierung verheizt uns. Das darf doch nicht wahr sein. Was meinen die damit? Explosionen? Atomwaffen? Wir sollten uns schleunigst in den Schutzraum begeben und dann... Was? Kyles Vater hat in den 50er Jahren in seinem Haus hier, direkt nebenan, einen Atomschutzbunker errichtet. Der war genauso paranoid wie sein Sohnemann. Ja, der Apfel fällt ja auch nicht weit vom verrückten Stamm. Verrückt? Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Sind doch bloß ein paar Bekloppte. Mehr nicht. Ach, verdammt! Was war das? Die sind schon hier angekommen. Oh, wir sollten vielleicht wirklich an einen sicheren Ort und... Ach, in den Schutzraum! Das meint ihr doch nicht ernst. Ich finde, wir sollten hier einfach warten, bis sich die Lage wieder beruhigt. Aber ich hätte an einem sicheren Ort auch ein besseres Gefühl. Ich denke auch, wir sollten uns zurückziehen. Andy, du kommst am besten mit uns. Aber ich muss zu meiner Frau. Wenn du jetzt rausgehst, dann wirst du sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Also los, Vorrat habe ich genug für uns alle. Zumindest für eine Woche. Das sollte genügen. Aber... Komm jetzt, Andy. Das gefällt mir gar nicht. Nur wenige Minuten später fand sich unser guter Andy in einem kleinen Raum, der im 50er-Jahres-Stil eingerichtet war, wieder. Verstört setzt er sich auf einen Plastikstuhl und starrt auf den alten limonengrünen Kühlschrank. Ach, ist doch wirklich schön hier. Der Alte spinnt doch. Oh, Chris, mir ist so schummrig. Leg dich am besten was aufs Bett, mein Schatz. Ja, komm, ich helf dir. Ja. Versuch etwas zu schlafen, ja? Und mach dir keine Sorgen. Wir sind hier sicher. Und jetzt? Wie lange sollen wir hier warten? Bis die oben Entwarnung geben. Aha. Und wie kriegen wir das hier drin mit? Siehst du das Radio da vorne? Die extrem leistungsstarke und gut gesicherte Antenne auf dem Dach empfängt fast jedes Signal im Umkreis von 100 Meilen. Da scheint wohl im Moment Funkstille zu herrschen, was? Ein weiterer Punkt, der uns nur wieder zeigt, wie ernst die Situation ist. Dies ist keine Zeit für Scherze. Kate. Mein Gott, ich hoffe, wir können uns bald wieder nach draußen wagen. Ich muss nach ihr... Du solltest dich hier lieber erstmal häuslich einrichten. Na super. Ein enger, beklemmender Spaß. Gemütlich wird es. Aber in diesen Zeiten muss man zusammenhalten. Häuslich einrichten, hatte Kyle gesagt. Wie recht er hatte. Mittlerweile waren schon fast 6 Tage vergangen und die kleine Gruppe Flüchtiger saß noch immer in ihrem Betonkäfig. Andy, der mehrmals den Schutzraum verlassen wollte, wurde jedes Mal von Michael und Kyle zurückgehalten und ruhig gestellt. Es sei zu seiner eigenen Sicherheit, sagten sie. Kyle hatte also nicht nur für Essen und Trinken gesorgt, sondern darüber hinaus auch für starke Drogen, welche Andy die letzten paar Tage außer Gefecht setzten. Doch allmählich lichtete sich der dunkle Schleier, der über seiner Wahrnehmung lag, und er gewann die Kontrolle über seinen Körper zurück. Oh, sieht so aus, als kommt der Jungspund wieder zu sich. Sehr gut, genau pünktlich. Was habt ihr mit mir? Beruhig dich, Junge. Das war nur zu deiner eigenen Sicherheit. Da draußen wärst du gestorben. Woher willst du das wissen? Weil sie es überall in den Nachrichten bringen. Was für Nachrichten? Vor einer guten halben Stunde haben wir etwas mit dem Radio empfangen. Es scheint eine Art Nachrichtensendung zu sein, die immer in einer Schleife gesendet wird. Da, sie kommt schon wieder. Mach mal lauter, Kyle. Hallo, verehrte Zuhörer. Sie hören eine Notfallnachricht, die alle 30 Minuten in der Schleife Bürger zu informieren. Vor knapp einer Woche kam es bei einem Test chemischer Waffen über dem Atlantik zu einem Zwischenfall. Mehrere Tonnen der hochgefährlichen Substanzen auf das Festland gezogen und richteten dort Verwüstung an.
Zuge des Unglücks ereigneten sich im gesamten Land mehrere unerklärliche Zwischenfälle. Es kam zu Brüchen und Verwüstungen der Städte. Die gefährlichen chemischen Substanzen scheinen nun nicht mehr in der Luft zu liegen. In Radiofrequenzen wieder gesendet und empfangen werden und der Aufenthalt ist gesundheitlich unbedenklich. Nahezu die halbe Bevölkerung, so schätzen Experten, die den chemischen Substanzen ausgesetzt waren, starben an inneren Verletzungen und Organversagen. Die wenigen, die überlebt haben, sind durch Mutationen entstellt, haben enorme körperliche Kraft entwickelt und verhalten sich völlig unlebensaggressiv. Daher möchten wir alle Überlebenden bitten, sich möglichst vorsichtig auf den Straßen zu bewegen und wenn möglich sich in ausgewiesenen Militärlagern zu sammeln und dort... Also ich für meinen Teil habe genug gehört. Allerdings, die können doch keine chemischen Waffentests über dem Atlantik... Aber das... Wer zur Hölle würde... Dahinter steckt die Regierung. Ich sage es euch. Ich habe Angst, Chris. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Uns kann hier nichts passieren. Ich sage es ja nur ungern. Aber wir können nicht länger bleiben. Uns gehen die Nahrungsmittel aus. Was? Jetzt schon? Ja, wie du weißt, waren viele der Lebensmittel hier verdorben. Ah, fuck! Moment mal. Die Hälfte der Bevölkerung ist tot? Das kann ich nicht glauben. Glaub es besser, Kollege. Die perfekte Lösung der Wirtschaftskrise, will ich meinen. Können wir jegliche Verschwörungstheorien gerade mal beiseite schieben? Im Radio hieß es, man soll sich in Militärlagern sammeln. Wo sollen die sein? Die Frau im Radio hat doch was davon gesagt, dass sie ausgeschildert seien oder so etwas. Ja, am besten wir machen uns auf die Suche nach so einem Lager. Es ist gleich 14 Uhr. Wir sollten los, bevor es dunkel wird. Mein Schädel dröhnt zwar wie verrückt, aber ich muss dir zustimmen. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt, du Hänfling? Chris, bitte. Wir sollten alle ruhig bleiben. Ach, ihr könnt mich alle mal. Na los, ich habe alles gepackt. Und was, wenn wir diesen Mutanten begegnen? Ach, glaub nicht alles, was die erzählen. Los jetzt! Das gefällt mir nicht, Chris. Ich will da nicht raus. Ich auch nicht, Schatz. Aber so wie es aussieht, haben wir keine andere Wahl. Alles in Ordnung, Junge. Ja, ja. Geht schon. Lasst uns gehen. Verdammter, jammernder Yuppie. Die kleine Gruppe verließ den Schutzraum und trat hinaus in das grelle Tageslicht. Ihnen offenbarte sich ein schreckliches Bild. Die gesamte Nachbarschaft lag in einem Wust aus Trümmern vor ihnen. Sie machten sich auf dem Weg die Straße hinunter, in der Hoffnung, vielleicht auf andere Überlebende zu stoßen, die ihnen genauere Auskunft geben können. Oh mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Wie es zu erwarten war. Wenn die Regierung etwas macht, dann aber auch richtig. Aber wie kann es sein, dass chemische Waffen so eine Verwüstung anrichten? Du glaubst doch nicht immer noch, was die dir erzählen wollen. Gott weiß, was die hier angestellt haben. Die wollten das ganze Land vernichten, ist ihnen aber nicht gelungen. Ha! Ich glaube auch eher an etwas Atomares. Das ist doch im Moment völlig egal. Wir sollten schleunigst ein paar andere Menschen finden und... Ah, da vorne ist einer! Aber ich glaube, der... Das ist einer dieser Mutanten. Seht euch sein Gesicht an. Oh nein. Er kommt auf uns zu. Aber sehr langsam. Und die sollen gefährlich sein? Ich bitte euch. Im Radio haben sie ausdrücklich vor der Kraft dieser Geschöpfe gewarnt. Also sollten wir auf der Hut sein. Wer weiß, was dieses... Oh mein Gott. Seht euch diesen irren Blick an. Und er sieht so aus, als würde ihm eine Hälfte des Kiefers fehlen. Ja. Und auch an seinem ganzen Körper klebt Blut. Meint ihr, dass die wirklich Menschen fressen? Jedenfalls will ich es jetzt nicht unbedingt herausfinden. Na los, komm, wir gehen weiter. Ja, ich bitte darum. Kyle, was ist? Das sind Zombies. Ganz klar. Seht euch das Ding doch mal an. Und unser Geruch oder was auch immer lockt ihn an. Naja, in diesem Punkt gebe ich dir recht. Er will zu uns. Und wie schon gesagt, niemand von uns will herausfinden, was die mit uns anstellen. Also komm. Ja, okay. Zombies. Der Alter hat auch einen Schaden.
Fuck! Was? Scheiße! Helft mir! Wir müssen den Typen von ihm runterziehen! Und zwar schnell! Er hat ihm den Arm ausgerissen! Leute, ich sag's ja nur ungern, aber da kommen noch mehr! Aus allen Richtungen! Wir sollten abhauen! Sofort! Nein! Helft mir! Du kannst ihm nicht mehr helfen! Er ist tot! Jetzt! Weg hier! Heil! Ich kann dich ja verstehen, aber wenn wir nicht sofort abhauen, liegen wir bald neben ihm. Okay. Fünf oder sechs der Mutanten hingen wie ein Rudel Löwen über einer erlegten Antilope und fraßen so viel sie konnten. Angewidert entfernte sich die kleine Gruppe langsam von dem Massaker. Völlig hilflos irrten sie durch die menschenleeren Straßen. Er war wie ein Bruder für mich. Es tut mir leid, Michael, aber wir konnten ihm nicht helfen. Diese Dinger waren so schnell da und... Zombies. Er hatte recht. Was? Na, Zombies. Du hast diese Dinger doch gesehen und gehört. Die haben Kyle bei lebendigem Leib gefressen. Ist das irgendwie ansteckend? So wie im Film? Ich denke schon. Zumindest als... So ein Quatsch! Die Menschen sind aufgrund dieser komischen Waffentests mutiert. Das ist alles. Kein Virus, kein Zombie-Gen, nichts. Wir wissen doch alle nichts Genaues. Also sollten wir... Für mich sind das Zombies. Ende. Fakt ist jedenfalls, dass diese Mutanten... Zombies. Mir egal. Diese Dinger sehr gefährlich sind. Wir sollten uns irgendwo ein paar Waffen besorgen, um uns beim nächsten Angriff verteidigen zu können. Hä? Nächster Angriff? Ja. Ich glaube, diese Dinger planen schon den nächsten Versuch, uns zu erlegen. Ihr habt doch alle gesehen, wie kontrolliert sie uns angegriffen haben. Erst kam einer auf uns zu und drängte uns genau dorthin, wo sie uns haben wollen, vor diesen Laden. Dann kommt der Überraschungsangriff direkt durch das Ladenfenster und nur ein paar Sekunden später waren sie in der Überzahl. Das kann doch kein Zufall sein. Bullshit. Die wollen uns fressen und folgen einfach ihren niederen Instinkten. Wie dem auch sei. Da vorne ist Waltons Gunshop. Lasst uns mal sehen, was wir dort finden. Okay. Sieht irgendwie verlassen aus. Lass mich mal durch. Ich geh vor. Oh, fuck! Schnell, komm von der Tür weg! Stopp! Nicht schießen! Hallo! Wir brauchen Hilfe! Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Lass uns rein, du Idiot! Bevor uns die scheiß Zombies fressen! Wo kommt ihr her? Was macht ihr auf der Straße? Wir haben uns vor ein paar Tagen in einem Schutzraum verschanzt. Wir sind auf der Suche nach anderen Überlebenden. Na, dann kommt rein! Macht schnell! Ja, also wir sind eben erst wieder an die Oberfläche gekommen. Und diese Dinger haben... Mein Freund! Wisst ihr, wie viele ich sterben gesehen habe? Und gebissen wurde ich auch mehrfach. Was? Dann bist du bereits infiziert! Red keine Scheiße. Womit sollten die jemanden infizieren? Der gute Chris hat eben die Zombie-Theorie aufgestellt. Hi, ich bin übrigens Andy. Das sind Michael, Chris und Sarah. Gehört der Laden dir? Ich bin Peter Walton und ja... Mein Laden. Oder besser, was davon übrig ist. Hast du auch Waffen für uns? Was habt ihr vor? Na, alles töten, was wie ein Zombie auf mich zugeschlurft kommt. Ganz einfach. Naja, wir suchen einfach nach einer Möglichkeit, uns zu verteidigen. Okay. Dann bedient euch. In den Schränken solltet ihr finden, was ihr braucht. Danke. Gerne, Rambo. Hier, Michael. Danke. Was willst du für eine Waffe, Andy? Waffe? Mit sowas kann ich eh nicht umgehen. Peter, seit wann bist du hier im Laden und kämpfst gegen diese
Dinger. Ich sitze hier schon eine ganze Woche. Zu Beginn waren wir noch zu viert. Aber die Mistdinger haben uns immer nachts überrascht. Hier, Andy. Mit einer Automatik wirst selbst du umgehen können, oder? Aber... Dahin sicherst du. Und dann einfach auf die Zombies draufhalten. Meinst du, das kriegst du hin? Ich weiß nicht, ob... Jeder Einzelne von uns muss auf den anderen aufpassen. Ja. Ich werde es versuchen. Gut. Wieso sprecht ihr immer von Zombies? Wie würdest du sie denn nennen? Nach allem, was ich gesehen habe, sind es Menschen. Menschen, die eigentlich tot sein müssten. Die meisten von ihnen sind schwer verletzt. Aber aus irgendeinem Grund scheint die das nicht zu stören. Wie kam es zu diesen Verletzungen? Hast du kein Radio, Mann? Chemische Waffen, ein Unfall und zack! Alle, die was abbekommen haben, werden zu lebenden Toten. Na, also doch Zombies. Ach, nenn es doch, wie du willst. Ich weiß nur, dass sie unheimlich intelligent sind. Die haben uns hier im Laden regelrecht in die Zange genommen. Wir konnten nichts machen. Allerdings sind sie sehr langsam und ihre Schwachstelle ist der Kopf. Ein gezielter Schuss und sie sind tot. Ja, toll. Wie im Film. Das wird ein Spaß. Verdammt! Ihr habt sie wieder zu mir gelockt. Dabei hatte ich endlich mal einen ganzen Tag Ruhe. Was? Wie sind die denn auf den Hinterhof gekommen? Verdammte Scheiße! Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass diese Dinger uns einkreisen. Schnell, verteilt euch im Raum und macht euch auf den Angriff gefasst. Chris, Michael, Peter, Sarah und Andy verteilten sich also in dem kleinen verwüsteten Laden. Die Angst war ihnen deutlich anzusehen. Andy versuchte noch die Strategie zu diskutieren, da stürmten die Mutanten auch schon die Vordertür des Ladens. Fuck, da ist der Erste! Pass auf, Chris, hinter dir! Ah, ah, hier, Sarah, zielt auf den Kopf! Zu viel! Pass auf, Peter, von links! Was? Scheiße. Stürmen den Laden. Los, raus hier! Wir jagen alles in die Luft! Dann schicken wir sie los! Es tut, mein Schatz. Komm mit mir. Was hast du vor? Jeder nimmt zwei Granaten. Du ziehst einfach den Schaft raus. Und wirfst sie auf die Mutter. Dann nichts wie raus hier. Aber ich... Auf drei. Eins, zwei, jetzt! Yes. Hey, los, Mann! Du hattest gesagt auf drei! Jetzt wirf die Dinger schon weg, du Idiot! Hoffentlich reicht das. Glaub mir, da drin wird niemand überleben. Schnell, ihr beiden. Weg von hier! Mit Hilfe der vier Granaten hatten sie das Innere des Waffenladens vollständig in die Luft gejagt. Nun schritt die kleine, verstörte Gruppe die Straße entlang und überdachte ihre nächsten Schritte. Ich gehe nicht in dieses beschissene Militärlager. Ich vertraue der Regierung. Geht's dir gut? Ja, es geht schon. Oh, dieses Ding hat mir direkt in den Hals gewissen. Das gibt's doch gar nicht. Zeig mal her. Sieht eigentlich nicht so schlimm aus. Ja, ich konnte ihn abschütteln, bevor er richtig tief zubeißen konnte, aber es brennt wie Feuer. Willst du dich kurz setzen? Nein, danke. Es geht schon. Was ist mit ihm? Er scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Hey, Peter, wach auf. Wir können... Oh, Scheiße. Was ist? Er atmet nicht mehr. Was? Hat er einen Puls? Moment. Nein. Er ist tot. Hey! Er hat die Augen geöffnet. Was? Das kann doch gar nicht. Oh mein Gott.
sieht so aus, als hätte Chris recht gehabt. Er ist mutiert, infiziert oder so. Was jetzt? Trete zurück. Peter! Hey! Pass auf, Michael! Ich schieß! Scheiße! Es ging verdammt schnell. Er war doch nur ein paar Sekunden tot. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Verdammt nochmal. Was jetzt? Wir werden alle sterben. Ganz ruhig, mein Schatz. Wir müssen ganz dringend andere Überlebende finden. Verdammt! Wo sollen wir suchen? Wir können zu den Militärlagern gehen, von denen im Radio die Rede war. Und wo sollen die sein? Ich kann in dieser verdammten Stadt aber nichts mehr erkennen, was auf menschliches Leben, geschweige denn auf Erste-Hilfe-Camps hinweist. Wo könnten denn noch andere Menschen sein? Im Rathaus. Was? Das ist doch totaler Quatsch. Wir sollten... Ja, weil es sicher noch mehr Menschen wie uns gibt, die nicht wussten, wohin. Und wo versammeln sich die Menschen in einer Stadt? Das Rathaus erscheint mir da zumindest logisch. Ja, Paps. Vielleicht hast du recht. Ach. Also... Sarah und ich werden zum Rathaus gehen. Es liegt bei dir, ob du uns begleitest oder nicht. Ja, ich werde sicher nicht alleine bleiben. Also los. Mann, hoffentlich treffen wir auf dem Weg dorthin noch andere Menschen. Also machten sich Michael, Sarah und Andy auf dem Weg zum Rathaus. Sie sprachen nicht sehr viel. Jeder musste für sich die verstörenden Bilder verarbeiten. Hey, wartet mal kurz bitte. Hier um die Ecke wohne ich. Können wir einen kurzen Abstecher machen und nachsehen, ob wir meine Frau finden? Willst du dir das wirklich antun, Junge? Vielleicht kauert sie auf dem Dachboden und wartet auf Hilfe. Okay. Gehen wir nachsehen. Aber... Was für ein Optimist. Oh nein. Seht euch nur die Häuser hier an. Scheiße. Alles liegt in Schutt und Asche. Hier gibt es keinen Dachboden, auf dem sich deine Frau hätte verschanzen können. Kate? Hallo? Psst, Junge. Du lockst nur wieder die Mutanten an. Seht ihr? Da vorne. Haus Nummer 32 ist mein Haus. Oh mein Gott. Nein. Oh. Komm her. Oh. Was ist hier bloß passiert? Zumindest laufen in den Gärten jede Menge Mutanten umher. Hey Andy, wir sollten gehen. Aber... Kommt jetzt weg von hier. Da vorne sind Dutzende von denen. Ja, okay. Ich hoffe, wir stoßen bald auf weitere Überlebende, sonst sind wir verloren. Es wird bald dunkel. Noch verstörter als zuvor, verließen sie Andys altes Wohnviertel und gingen in Richtung Rathaus. Nach knapp 15 Minuten Fußweg konnten sie es schon sehen. Da vorne ist das Rathaus. Und wir sind auf dem Weg hierhin keinem anderen Menschen oder Mutanten mehr begegnet. Das gibt es doch gar nicht. Die Mutanten lauern nur auf ihre nächste Chance, uns fertig zu machen. Die greifen nicht einfach unüberlegt an. Oh, glaubst du? Nach der Art und Weise zu urteilen, wie sie eben den Waffenladen überfallen haben, würde ich sagen, ja. Das Rathaus sieht aber nicht viel belebter aus als der ganze Rest der Stadt, wenn ich ehrlich bin. Ja, du hast recht, aber lass uns erstmal hineinsehen und hoffen, dass wir dort irgendwen treffen. Okay. Wartet ihr hier. Ich gehe vor und sehe nach, ob's sicher ist. Aber... Keine Widerrede. Wir müssen uns ja nicht direkt wieder alle in Gefahr begeben. Er hat recht, Sarah. Wir warten besser hier, bis er grünes Licht gibt. Ah! Ah! Bleib hier, Sarah! Bob! Hey, hallo, stopp! Mann, warum schießen bloß alle auf uns?
was jetzt? Keine Ahnung, vielleicht sollten wir eine weiße Fahne schwenken oder so. Warte. Ich versuche es nochmal. Nein, hey, nicht! Hey! Hallo! Nicht schießen, bitte! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind Überlebende und suchen Unterschlupf. Noch mehr Überlebende? Oh Mann, scheiße. Dann kommt rein. Aber macht schnell. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Eine fremde Männerstimme wies Andy und Sarah an, möglichst schnell das Rathaus zu betreten. Sie blieben jedoch kurz bei Sarahs Vater Michael stehen. Er war tot. Von dutzenden Kugeln durchlöchert, lag er in einer riesigen Blutlache. Sarah begann zu schluchzen. Andy zerrte sie mit sich in das Innere des Rathauses. Also, was wollt ihr hier? Du hattest Glück, dass ich gerade nachladen musste. Sonst hätte ich gerade auf dich geschossen. Wir hatten eigentlich gehofft, hier Hilfe zu finden. Jeder muss sich selbst helfen. Aber gut, wir können noch den einen oder anderen gebrauchen, der mit einer Waffe umgehen kann. Sind wir hier drin sicher? Man ist nirgendwo sicher. Ich bin Andrew. Mein schießwütiger Kollege hier ist Fred. Und da drüben sitzt Katrine mit ihrer kleinen Tochter Lisa. Hi Andrew, ich bin Andy. Und das ist Sarah, aber... Wo sind die anderen? Welche anderen? Ich meine, ihr seid hier doch nicht nur zu viert, oder? Wir hatten gehofft, eine ganze Armee Überlebender anzutreffen. Vor 4 Tagen waren wir auch noch 17 Leute. Allerdings wurde einer nach dem anderen von diesen Dingern geholt. Vorzugsweise nachts. Die sind so verdammt clever. Ja, das mussten wir auch schon. Da kommen sie schon wieder. Fuck, fuck, fuck! Ich mach euch kalt hier. Ihr Drecksdinger! Ach, wie du siehst, sind wir, oder vor allem Fred, ein bisschen nervös. Er hat meinen Vater erschossen. Das tut mir leid, aber... Mensch, Fred, beruhig dich mal wieder. Fuck, nein! Ich will nicht auch noch draufgehen, oder einer von denen werden. Ihr habt also auch gesehen, wie Menschen... Ja, dazu bedarf es aber ein bisschen eine größere Ader, glaube ich. Irgendwelche Stoffe müssen dabei direkt und in ausreichender Menge ins Blut übertragen werden. Woher? Das sind nur Vermutungen, auf Grundlage der Beobachtungen der letzten Woche. Ihr Wichser, kommt doch her, ihr Schlappschwänze! Die verstecken sich in den Lüftungsschächten. Wer hätte das gedacht? Und, wisst ihr von anderen Überlebenden? Ja. Wir waren kurz nach der Katastrophe in einem Militärlager. Das wurde aber von diesen Dingern völlig überrannt. Dann sind wir hierhin geflüchtet. Mehr weiß ich leider nicht. Scheiße, scheiße. Jetzt schnappt euch die Waffen und nehmt eure Posten ein. Die kommen gleich. Ja, ich glaube, du hast recht. Komm mit hier rüber, Andy. Dann kriegst du eine Waffe. So, wir haben aus dem Militärlager einiges mitgenommen. Hier ein bisschen C4, Granaten, ein paar Gewehre und jede Menge Munition. Bedien dich einfach. Wir sehen uns. Pass auf! Peter feuert unkontrolliert durch den Raum! Von der Seite kommen sie auf! Und durch die Vordertür! Wir müssen erstmal wieder hinten loswerden. Aufgepasst! Ich werfe eine Granate! Gerade als Andrew die Granate werfen wollte, zischte ein Querschläger aus Peters Waffe durch den Raum. Ein glatter Kopfschuss. Andrew sackte leblos in sich zusammen. Und Andy beobachtete noch, wie die scharfe Granate in die Kiste mit dem C4 und den anderen Granaten zurückfiel. Er bekam Panik, drehte sich um und versuchte aus dem Rathaus zu flüchten. Mist, mach Platz! Auf seinem Weg stieß er einige Mutanten zur Seite, bis plötzlich alles explodierte. Die Wucht der Explosion riss Andy von den Beinen und beförderte ihn ins Land der Träume. Als er aufwachte, stellte er fest, dass er die Explosion zwar überlebt, sie ihm aber sein linkes Bein weggerissen hatte. Schmerzverzerrt in seinem eigenen Blut liegend, richtete er sich auf
und beobachtete, wie 20 oder 30 Mutanten im Raum herumirrten und sich über die toten Körper seiner Freunde hermachten. Er versuchte aus dem Raum zu kriechen, um sich zu retten. Oh, verdammt! Das gibt's doch gar nicht! Wieso haben die nicht bislang in Ruhe? Mist! Scheiße! Nein! Geh weg! Lass mein Bein! Dead Pulse, eine Produktion von Soundtales Productions aus dem Jahre 2010. Für weitere